herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem möchte ich dir zeigen, wie du mal herausfinden kannst, wie viel dein Pi-Hole tatsächlich aushält. Denn wir können mal so einen kleinen Benchmark fahren, um zu gucken, was unser Pi-Hole tatsächlich leisten kann. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wie du den besten DNS-Server herausfinden kannst mit einem kleinen DNS-Benchmark-Tool. Das hier wird jetzt eine Nummer härter und wir können direkt unser Pi-Hole damit ansteuern. Diese Anleitung hier, die stammt auch tatsächlich von den Pi-Hole-Entwicklern. Die haben das Ganze auf ihrer Homepage auch so niedergeschrieben. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Und wir können mal gucken, was denn hier mit meiner kleinen virtuellen Maschine alles zum Anstellen ist. Ihr könnt das Ganze gerne mal mit eurem Raspberry Pi zu Hause nachmachen und eure Ergebnisse unten in die Videokommentare posten. Bin mal gespannt, was dabei so rauskommt. Das ganze Tutorial hier ist so eine Art Spaß-Tutorial. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren, müsst aber nicht. Wir haben hier ganz normal unser Pi-Hole am Laufen und wenn ich hier in die Einstellungen gehe, dann sehen wir hier momentan eine Cache-Größe von 10.000 Einträgen. Das ist nicht ganz so viel, das werden wir jetzt auch gleich nochmal kurzfristig erhöhen. Wir gehen hin und schalten uns auf unser Pi-Hole direkt via SSH auf. So, und werden mal kurz noch root, dann funktioniert das Ganze am besten. Okay. So, kurze Information noch zu meinem Ausgangsszenario. Ich habe jetzt das Ganze noch vom vorherigen Tutorial eingerichtet, sprich meine Anfragen werden erst an mein Pi-Hole geschickt, wenn es von einem normalen Port 53 auskommt und werden dann an Cloudflare geschickt, um das Ganze verschlüsselt via HTTPS dann ins Internet zu schicken. Also meine Abfragen werden auch noch verschlüsselt dann ins Internet geleitet. Sprich, wir haben da nochmal eine Stufe mehr, die eventuell diese Abfragen ausbremsen kann. Aber ich bin mal selber gespannt, was dann dabei rauskommt. Als erstes erstellen wir uns mal eine Liste, die ihr dann abfragen tut. Wir können hier hingehen und tatsächlich die Einträge vom Pi-Hole selbst verwenden. Wir müssen also nichts herunterladen. Das Ganze kriegen wir wie folgt hin. Wir gehen mit SQLite 3 hin und entpacken die Datenbank Pi-Hole FTLDB, welche ja existiert, und packen das Ganze in eine Liste domains.list. Wir drücken mal auf Abschicken. Das Ganze sollte dann einfach so gemacht werden, je nachdem wie groß eben eure Datenbank ist, kann es einen kleinen Moment dauern. Und wenn wir dann hier reinschauen, dann haben wir hier die domains.list. Schauen wir die uns mal kurz an und dann haben wir hier jede Menge URLs eben drinstehen, die ich jetzt hier mal abgefragt habe, auch zum Testen, ob das Ganze funktioniert. Einige URLs sind scheinbar auch meine Blacklisten, die ich eben drin habe. Als nächstes können wir hingehen, damit wir euren Speicher, vor allem wenn ihr einen Raspberry Pi nutzt, mit SD-Karte nicht komplett misshandeln, indem wir mal das Logging vorübergehend abschalten. Denn ansonsten würde er jetzt pro Abfrage, die er ins Internet macht, das Ganze in den Log reinschreiben und das ist dann echt kein Spaß mehr, wenn er dann nachher mehrere tausende Abfragen da reinloggen muss. Sprich, wir gehen kurz hin, Pi-Hole Logging off, schicken das Ganze ab. Das Ganze wird dann ausgeschaltet und geleert. Alles wunderbar. Gut, als nächstes editieren wir noch die Cache-Größe. Die habe ich euch ja gerade noch im Web-Interface gezeigt. Die steht standardgemäß auf 10.000. Wenn wir eben jetzt einen Haufen Domains abfragen, kann es passieren, dass eben dieses Cache-Limit erreicht wird. Deswegen öffnen wir mal kurz mit dem Editor Nano die 01-Pi-Hole.conf-Datei, die sich eben im Ordner etc/dns/masku.de befindet. Und finden dann hier etwas weiter unten die Cache-Size, steht eben standardgemäß auf 10.000. Wir können das Ganze jetzt hier mal auf 25.000, 50.000 oder 100.000 machen. Machen wir hier einfach mal eine 0 dazu für 100.000. Keine Angst, wir sprengen damit nicht gleich euer Pi-Hole. Er hat einfach nur ein bisschen mehr Spielraum. Wir speichern das Ganze ab und starten dann einmal den DNS-Dienst vom Pi-Hole neu. Das Ganze kriegen wir hin mit dem Befehl Pi-Hole Restart DNS. Wunderbar. Und wenn wir jetzt ins Web-Interface schauen und die Seite einmal neu laden, haben wir jetzt hier eine Cache-Größe von 100.000. Gut. Nun ist es Zeit, das Pi-Hole zu stressen. Das Ganze kriegen wir mit dem Befehl Time, dass eben die Zeit misst, dick, dann eben die Domain-Liste nehmen und einfach mal loslegen. Das Ganze macht er dann in Dev 0, also ins Leere. Wir schicken ab und gucken mal, was dabei herauskommt.
Bei mir hat er das Ganze jetzt in 27 Sekunden gemacht, beim User war er in 15 Millisekunden und das System 626 Sekunden. Okay, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, das waren jetzt 1808 Einträge bei mir in der Liste. Deswegen hat er jetzt für 1808 Einträge eben knapp 27 Sekunden oder 28 Sekunden gedauert. Runden wir das Ganze mal auf. Wir können das Ganze nochmal durchlaufen lassen und gucken, wie lange er jetzt braucht. Denn jetzt hat er ja einiges im Cache. Okay, jetzt war er ein bisschen langsamer. Okay, interessant. Also das ist jetzt zumindest mein Ergebnis davon. Ihr könnt jetzt gerne hingehen und mal eben in die Videokommentare unten reinschreiben, was denn eure Werte sind. Sprich, guckt einmal nach, wie viele Adressen in eurer Domainliste drinstehen. Und sagt dann einfach mal, mit welcher Hardware und mit welchen zugeteilten Ressourcen das Ganze bei euch dann funktioniert und wie lange eure Abfrage braucht. Das war jetzt das kleine Tutorial dazu. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es hat geholfen. Wenn ja, lasst das Däumchen nach oben da. Wenn noch Fragen da sind, gibt es unten die Videokommentare. Ansonsten empfehle natürlich das Video und diesen Kanal an eure Freunde weiter. Dann könnt ihr auch mal so einen kleinen Benchmark fahren. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit den Ergebnissen und haut rein.